Ganz herzlichen Dank, dass ihr hier seid. Ich finde das wunderbar und nicht selbstverständlich, weil wir alle heute seit heute eine Maske tragen. Aber ich denke, ich versuche es so kurzweilig zu machen, dass ihr die Maske vergisst. Ja, die Frage ist natürlich, ist jetzt digitale Ethik ein Hype? Weil ehrlicherweise wurde das in den letzten 2 Jahren fast an jeder Konferenz, vor allem wenn es um künstliche Intelligenz gegangen ist, war das omnipräsent, hatte ich das Gefühl. Und mit der Zeit stellt sich dann etwas eine Müdigkeit ein und sagt man, ja, redet man jetzt einfach nur davon. Aber ich denke, es hat schon sehr viel mit Hard Facts zu tun. Es hat mit Kundenorientierung zu tun. Und deshalb möchte ich beginnen mit einem Zitat von Tim Cook, weil Apple ist sicher eines der Paradebeispiele von Kundenorientierung, sogar von Leidenschaft, dass Kunden wirklich fähnen, dass sie von Anfang an wissen, ich will ein Produkt von Apple, egal was es kostet, ich habe gute Erfahrungen gemacht. Und auch im Bereich Privacy, weil sie ein geschlossenes System haben, haben sie hier sicher weniger Probleme als andere. Und bereits Tim Cook hat eben auch gesagt, wir müssen sicherstellen, dass die Leute uns vertrauen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie wissen, dass wir das Richtige machen mit Technologien. Weil nur dann können wir das Potenzial nutzen. Und ich glaube, niemand ist dagegen, dass wir Big Data, künstliche Intelligenz und andere Technologien nutzen. Aber wir wollen einfach sicherstellen, dass es uns etwas bringt und dass es nicht gegen uns eingesetzt wird. Und das eine ist natürlich Menschen, die setzen Technologien ein. Und dann ist aber die zweite Frage, ja, Technologien selber, Daten, das ist doch neutral. Oder Daten, das ist doch neutral. Im Gegensatz zum Mensch, hat keinen Bias. Oder künstliche Intelligenz, das ist doch rational, funktioniert unabhängig von einzelnen Personen. Und dass das neutral ist, das hat sich sehr stark dieses Vorurteil, muss man schon sagen, hat sich sehr stark dann, eigentlich hat man darüber diskutiert. Und zwar hier ein ganz klassisches Beispiel, es gibt ganz viele von denen. Zum Beispiel in der Suchmaschine gibt es ganz viele Daten bei Google. Und dank Algorithmen wird dann erkannt, was ist auf dem Bild. Und hier seht ihr, wenn man hier zwei verschiedene Bilder hat, dasselbe Gerät, aber eine unterschiedliche Hand oder Farbe der Haut, dann sagt es beim weißen Bild, das ist eine Hand zu 72% Wahrscheinlichkeit. Ist also nicht ganz sicher, sondern 72%. Und etwa ähnlich, sogar noch etwas höher bei der Hand einer dunkelhäutigen Person. Wo dann der große Unterschied ist, ist, dass hier wird angenommen, das ist zu 61% hat er ein Gewehr in der Hand. Und hier zu 60%, das ist wahrscheinlich ein elektronisches Gerät, vielleicht um eine Hecke zu schneiden. Also da kann man sehr schön zeigen, dass eben Daten oder auch Technologien nicht neutral sind. Es gibt viele Gründe und ein sehr zentraler Grund ist, dass natürlich diese vielen Daten, die im öffentlichen Raum vorhanden sind, die bilden nicht die Gesellschaft ab, die sind nicht so vielfältig, wie wir es sind. Wir haben natürlich viel weniger Frauen, von denen wir Daten im öffentlichen Raum haben. Minderheiten sind stark unterrepräsentiert, Leute, die keinen Zugang haben zum Internet. Oder eben auch hier natürlich dann plötzlich Datenbanken, bei denen vielleicht dunkelhäutige Menschen mehr vertreten sind als andere, die dann hier reinfließen und deshalb solche Wahrscheinlichkeiten ausspucken, die eben einen Bias, eine Verzerrung drin haben. Und deshalb, also alles, was mit Daten zu tun hat und mit künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen, ist nicht neutral. Weil es eben vom Rohstoff her auf etwas beruht, das per se nicht so vielfältig ist wie die Welt. Und was vielleicht auch wichtig ist, ist, dass man sieht, es wird immer mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet. Eine Maschine sagt nie, das ist hundertprozentig eine Hand. Es macht immer Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Diese Daten können natürlich dazu führen, dass Menschen diskriminiert werden. Also hier war ein ganz vor einem Jahr gab es einen Shitstorm, dass dann eben bei der Apple-Kreditkarte bekam eine Frau viel weniger Kredit als ihr Mann. Und man konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, weil sie waren etwa gleich gut ausgebildet, hatten etwa das gleiche Einkommen. Und das hat dann eben mit so Wahrscheinlichkeitsrechnungen zu tun.
Ein System lernt dann vielleicht, dass tendenziell Frauen mehr Teilzeit arbeiten, dass vielleicht mehr Frauen in weniger gut verdienenden Jobs arbeiten. Und das führt dann zu so einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass man sagt, ah, vielleicht zu 60-70% hat diese Person ein niedriges Einkommen und deshalb eine niedrige Kreditlimite. Also hier wird sehr häufig immer mit einem Standard argumentiert und eben nicht mit der einzelnen Person. Das führt dann dazu, dass hier Dinge rausgespuckt werden, vermeintlich neutral, die eben nichts mit der eigentlichen, mit der einen Person zu tun haben. Und es gibt auch noch einen anderen Faktor. Man hat zum Beispiel auch herausgefunden, dass sehr viele Daten auch das Ergebnis nicht abbilden. Also wenn man zum Beispiel eine Gesundheits-App hat, die einen Herzinfarkt erkennen soll, und diese App ist nur mit Daten von weißen Männern gefüttert, in diesem Beispiel waren es sogar Soldaten, dann US-Soldaten, dann war das Problem, dass diese App für Männer funktioniert. Sie kann erkennen, könnte das ein Herzinfarkt sein, und man hat ein Alarmsystem, aber bei Frauen funktioniert es nicht, weil einfach Frauen vom Körper her anders funktionieren und sie haben andere Anzeichen. Und deshalb ist es auch sehr wichtig zu überlegen, wenn man Daten braucht, um ein Ergebnis zu erzielen, sind das wirklich die richtigen Daten, um dieses Ergebnis zu erzielen? Man kann nicht irgendwelche Daten nehmen. Und das war halt am Anfang etwas die Goldgräberstimmung. Man brauchte viele Daten und die gab es vielleicht nicht gerade irgendwo im eigenen Kulturkreis oder da, wo es dann eben eine Wirkung entfaltet und hat irgendeinen Pott an Daten genommen. Und das führt dann wirklich zu Fehlern. Und ich glaube, spätestens wenn wir hier in der im präventiven Bereich sind oder beim gesundheitlichen Bereich, dann kann das schon schwerwiegende Folgen haben, wenn solche Systeme nicht richtig funktionieren. Es ist ja auch so, dass auch mit Algorithmen dieser Algorithmus natürlich immer besser wird, dass er lernt. Und der kann natürlich besser werden, der kann aber auch schlechter werden, der kann noch mehr Vorurteile lernen. Und deshalb müssen solche Systeme auch immer wieder hinterfragt und trainiert werden und je nachdem korrigiert werden. Also alles, was man sagt, lernt, das bedeutet auch Arbeit, weil man immer überprüfen muss, lernt er jetzt richtig oder muss man wieder justieren. Ich will auch gute Beispiele einbauen, weil in einer digitalen Welt haben wir es natürlich nicht nur mit digital zu tun. Diese Swiss Covid App ist ein gutes Beispiel, dass sich on und offline ergänzen. Wir haben gerade jetzt in der Corona-Krise verschiedene Hilfsmittel, zum Beispiel die Maske, die wir tragen, zum Beispiel die Abstände. Und wir haben ein Tracing, das auf Papier erfolgt. Und wir haben eben ergänzend, könnten wir datenbasiert so eine App nutzen, die es uns erleichtert zu schauen, ist jemand in meinem Umfeld erkrankt an Covid, sodass ich auch in Quarantäne gehen kann. Das heißt, das ist eine Möglichkeit mehr, die man nutzen kann. Und hier das eine sicher, dass man unter ethischen Aspekten schauen kann, was ist das Design, also auf was schaue ich, wenn ich so etwas entwickle. Und diese Swiss Covid App wird sicher immer als gutes Beispiel genannt, dass man hier wirklich die Privatsphäre schützt. Es ist nicht nur der Datenschutz ist eingehalten, das muss ja vom Gesetz wegen, sondern man hat auch geschaut, dass es eben nicht GPS ist. Es verfolgt uns nicht auf Schritt und Tritt, sondern ist Bluetooth. Es misst die Distanz. Es ist anonymisiert, verschlüsselt. Ich bekomme auch nicht eine Meldung, wer ist erkrankt, sondern ich weiß, es ist jemand und ich sollte jetzt einen Test machen oder in Quarantäne gehen. Also dieser Privacy-Aspekt wurde von Beginn weg geachtet und es ist auch nicht einfach eine App, auf die der Bund direkt zugreifen kann. Es ist ein dezentrales System, also sehr, sehr ausgeklügelt und das gibt es immer mehr, einfach auch etwas so eine ja, Ethics by Design oder Privacy by Design, dass man schaut, was haben Menschen für Wertvorstellungen und zu schauen, dass möglichst viel davon dann abgedeckt ist, wenn man so ein Produkt baut. Es ist natürlich nicht nur das Produkt, sondern es ist auch der Kontext. Also hier zum Beispiel, je nach Wertvorstellungen sagt jemand, das ist gut, alles ist berücksichtigt, ich nutze sie. Und dann gibt es vielleicht doch andere Personen, die sagen, ich habe andere Gründe, warum ich sie nicht nutzen möchte. Ich misstraue vielleicht
trotzdem dem Staat oder ich halte mich an alle anderen Sachen, ich weiß es nicht. Und natürlich auch der Staat, eben der hat immer eine Rolle. Also je nachdem, in welchem Land man ist, ist sie verpflichtend, man muss sie nutzen. Oder bei uns ist es auf freiwilliger Basis. Also unter ethischen Aspekten auch nicht nur einfach das Produkt anschauen, sondern wie nutze ich es, wer hat Zugriff, das sind ganz wichtige Punkte. Gerade auch die Frage Staat ist natürlich auch immer etwas, weil da ist so ein Gewaltmonopol. Und wenn wir beim Staat sind, müssen wir natürlich sagen, in der Schweiz haben wir wirklich eine App, die die Vorbildsfunktion hat, aber es laufen jetzt immer wieder auch solche Studien, die natürlich zeigen, dass innerhalb dieser ganzen Covid-Krise leider sehr viele Staaten auch diese Krise missbrauchen und wirklich auch so Apps einsetzen, um die Menschen zu kontrollieren. Also etwas Banales ist natürlich in China mit diesem Ampelsystem, wo man dann immer ausweisen muss, bin ich jetzt in einer grünen, roten oder gelben Zone. Aber auch sonst, also auch in Israel, da ist es dann auch so, wenn die App anschlägt, dann muss ich in Quarantäne. Also da kann auch die Polizei vorbeikommen und mich einfach in Quarantäne stecken. Also gerade in dieser Covid-Zeit merkt man schon, dass gewisse Regime schon stark durchgreifen und dass eben manchmal auch nicht ganz klar ist, wofür sind einzelne Maßnahmen genau, sondern dass das eben auch missbraucht werden kann. Hier seht ihr zum Beispiel, das fand ich auch noch spannend, hier seht ihr, wie sich die Personen bewegen. Also man probiert natürlich im Moment viel aus mit Daten, mit künstlicher Intelligenz. Und hier war die Idee, dass man schaut, ist der Abstand eingehalten. Und immer wenn es rot ist, dann sind die Abstände nicht eingehalten. Das sieht jetzt spielerisch aus, aber das sind genau solche Sachen, die natürlich auch mit Überwachung zu tun haben, oder? Also da hat der Staat natürlich sehr viele Informationen, wenn er so etwas einsetzt, wo die Leute natürlich zu Recht Vorbehalte haben, wo man sich auch fragen muss, ist das überhaupt verhältnismäßig? Es gibt auch, ich glaube, es war in Singapur oder so, einen Roboter, der durch die Parks geht und schaut, ob die Abstände eingehalten sind. Also hier muss man auch aufpassen, ob man wirklich nicht einfach etwas technologiegläubig ist, etwas anwenden will, aber sagen muss, also das kann es nicht sein. Und hier eben auch eine Anwendung von Gesichtserkennung, die schaut, hat man zum Beispiel die Maske an. Also ich denke, das ist nicht verhältnismäßig. Man sollte nicht überall Technologien einsetzen, wenn es sie nicht braucht. Grundsätzlich, ich denke, wir sind im Moment sehr häufig sind wir hier. Was ist alles möglich? Und viele Unternehmen sagen zum Teil auch, lasst uns etwas mit künstlicher Intelligenz machen oder lasst uns etwas mit der Gesichtserkennung machen, mit biometrischen Daten. Aber eigentlich sollten wir uns immer zuerst das fragen, was wollen wir überhaupt? Was macht unser Leben besser? Und je nachdem, können wir vielleicht künstliche Intelligenz brauchen oder können wir mit Daten etwas präziser sein, um ein Bedürfnis zu befriedigen. Aber in vielen Fällen braucht es auch keine so gewaltige Technologie. Also die Technologie sollte ja ein Hilfsmittel sein und im Moment gibt es eben sehr viele Technologien, die schon fast etwas zum Selbstzweck werden, wo man das Gefühl hat, oh, da wird aber wirklich etwas mit der großen Kelle angerührt. Und viele Menschen sind auch etwas misstrauisch, weil es einfach schon viele negative Beispiele gibt. Es gibt zum Beispiel solche Dark Patterns auf Websites. Das heißt, es sind Muster auf der Website, die wir nicht sehen. Aber die werden bewusst eingebaut. Und etwas Einfaches, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dieses Roach-Modell, das ist zum Beispiel, wenn ihr einen Facebook-Account eröffnet, das geht extrem schnell. Und dann, wenn ihr den löschen wollt, dann ist das extrem schwierig. Das wird euch richtig schwierig gemacht. Und dann versucht ihr das 5, 10 Minuten, Viertelstunde und dann sagt ihr, Experiment abgebrochen, ich mache es ein nächstes Mal und dann habt ihr die Facebook-Seite nicht gelöscht. Und das ist natürlich nicht sehr kundenfreundlich, wenn der Einstieg einfach gemacht wird, aber ihr findet fast nicht mehr raus. Ein anderes Thema ist zum Beispiel versteckte Kosten. Kann sein, dass ihr liebevoll während einer ganzen Stunde ein Büchergestell euch zusammenstellt mit Farben und wo was kommt und dann geht ihr zur Kasse und dann kommen alles noch so Zusatzkosten dazu. Und dann seid ihr schon etwas müde, habt Zeit investiert
Und ihr seid dann enttäuscht. Ihr denkt, ja, also hätte ich schon irgendwie früher gerne gewusst, aber ihr möchtet nicht mehr den ganzen Prozess durchlaufen oder zu einem anderen Anbieter und ihr kauft dann. Und deshalb sagt man auch, das sind solche Tricks, solche Spitzfindereien, die können sich kurzfristig kommerziell lohnen. Deshalb macht man es. Aber man geht auch davon aus, wenn man zu viele solche Erlebnisse hat, dann erzählt man das weiter. Und negative Botschaften verbreiten sich viel schneller als die positiven. Und nach einer gewissen Zeit hat dieser Anbieter dann hoffentlich ein Problem. Etwas ganz Perfides, das wurde aber in den USA sogar schon verboten, meines Wissens, oder in einzelnen Staaten. Das ist, ihr müsst euch vorstellen, ihr geht in die Migros und plötzlich ist eine Verkäuferin, ihr seht sie gar nicht, und die legt euch etwas in den Warenkorb, weil die weiß, ihr braucht das. Und ihr geht dann zum Checkout, achtet euch nicht, und zu Hause merkt ihr, ups, was ist denn das? Ich habe hier noch irgendeinen Fußball dazu bekommen. Und klar kann man sagen, selber schuld. Wir hätten das sehen sollen und rausnehmen sollen, aber das ist etwas, das würden wir offline nie akzeptieren. Aber online kann man solche Sachen eben relativ einfach machen, einfach noch ein Produkt dazu nehmen, und wenn ich das nicht merke und rausnehme, dann ist es im Warenkorb und wird gekauft. Und das ist wirklich das Gegenteil von Kundenorientierung, das ist Kundenmanipulation. Das mit den Preisen ist nicht manipulativ, aber es ist etwas, was auch viele so etwas ein beklemmendes Gefühl haben. Wir haben sicher schon häufig gelesen, dass gerade Fluggesellschaften oder Hotels verschiedene Preise uns anzeigen. Aber das Problem ist, wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt welcher Preis, und wir können es nicht vergleichen. Wir wissen nicht, ja, meine Kollegin, wie viel bezahlt jetzt die und wie viel bezahle ich? Und deshalb geht es wieder aus dem Fokus, wir buchen einfach. Häufig sind es dynamische Preise, das heißt, man passt den Preis zum Beispiel im Tagesverlauf an, oder man merkt, ah, diese Person war schon dreimal hier, ist etwas verzweifelt, also geht der Preis etwas rauf. Das sieht man häufig, das sieht man noch nicht so häufig. Eigentlich kann man auch individualisierte Preise machen. Man kann schauen aufgrund der Datenspur, kann zum Beispiel schauen, ah, wo wohnt diese Person, kann es auch mischen mit anderen Informationen, die vielleicht über Cookies oder so in Erfahrung gebracht werden, kann sagen, ah, ist nicht nur an der Goldküste, sondern hat einen HSG-Abschluss, arbeitet bei der ZKP, sehr interessant, und bezahlt dann einfach etwas mehr. Aber wir sind natürlich mit Einheitspreisen aufgewachsen. Wir sind uns gewöhnt, dass ein Liter Milch für alle gleich viel kostet. Und deshalb ist die Akzeptanz natürlich nicht so da, dass man dann basierend auf unserer Datenspur Preise festlegt. Und auch hier ist das Problem, wir kennen die Grundlage nicht. Wir wissen nicht, aufgrund von was. Wenn man sagt, alle Studierenden haben 20% Rabatt, dann können wir das nachvollziehen und jeder kann selber entscheiden, gehört er in diese Kategorie oder nicht. Aber das macht es eben hier so schwierig, wir kennen die Datenspur nicht, und in diesem Sinne können wir auch nicht intervenieren und sagen, ja, aber halt, das ist ja die falsche Datenspur. Plus dann kommt eben auch noch der Fairness-Gedanke. Ist das überhaupt fair? Und hier zeigen zum Beispiel auch Experimente interessanterweise, dass die Leute das ablehnen, selbst wenn es für sie von Vorteil wäre. Und zwar das eine ist, sie vertrauen den Unternehmen nicht. Sie sind überzeugt, dass diese neuen Preismodelle nicht zu ihrem Vorteil sind, sondern zum Vorteil des Unternehmens. Und der zweite Aspekt ist auch sehr spannend. Sie haben das Gefühl, dass andere noch besser fahren. Also auch hier etwas, es führt vielleicht zum Gegenteil von Fairness. Aber so unterschiedliche Preise kommen sicher vermehrt. Im Moment ist es noch nicht so in der Schweiz verbreitet, weil auch viele die Möglichkeit nicht haben. Man hat alte Systeme, die Daten sind gar nicht so gut miteinander verknüpft. Aber es ist natürlich hochinteressant, kommerziell. Und deshalb wird das in den nächsten Jahren sicher ein Thema sein. Wahrscheinlich wird man auch etwas ausprobieren. Man hat zum Beispiel in Arosa und in der Skiregion hat man das ausprobiert. Und da ging es, weil man hat, wie gesagt, bei schlechtem Wetter bezahlt man weniger. Wenn man früher bucht und wenn schönes Wetter ist, bezahlt man mehr. Das wird akzeptiert, weil es hat einen Bezug zum Produkt. Und dann geht es eher.
Und ich glaube einfach, wenn man hier ausprobiert in sensiblen Bereichen, die wir nicht akzeptieren, dann wird es wahrscheinlich auch wieder ein Business sein, dass es wie Filter gibt, die man dann einstellen kann, damit diese dynamischen oder individualisierten Preise nicht funktionieren. Und das eine ist natürlich technische Lösungen, die uns helfen, dass unserem Kundenwunsch gerecht wird. Und das zweite ist natürlich auch Kompetenzen, Datenkompetenz, dass wir einfach auch lernen, wie können wir das umgehen. Das ist auch etwas, was sehr am Kommen ist, dass wir uns selber fit machen und so unsere Möglichkeiten nutzen. Mit mehr Daten kann man natürlich auch viel mehr uns verstehen. Man sagt dann immer individualisierte Angebote. Es kann sicher sinnvoll sein. Also wenn ich Katzenhalterin bin, brauche ich keine Vergünstigung für Hundefutter. Das ist rausgeschmissene Liebesmüh. Aber wenn man natürlich dann versucht zu schauen, welche Inserate werden mir überhaupt noch angezeigt? Bekomme ich alle Stelleninserate oder bekomme ich gewisse nicht aufgrund meines Alters? Oder wenn ich bei Newsportalen, wenn dann gesagt wird, ja, das ist wahrscheinlich Ihre politische Präferenz und entsprechend werden mir gewisse News angezeigt und andere nicht, dann kann das natürlich sehr negativ sein, weil dann entscheidet jemand anders für mich. Also vor allem auch im Newsbereich, wo man einfach aufpassen muss, was ist wirklich Individualisierung im Sinn von effizienter und wo ist es dann wirklich, es wird für mich entschieden, führt vielleicht dazu, dass ich wirklich, ja, mein Universum von Informationen verkürzt und vielleicht sogar auch falsche Informationen angezeigt werden, weil ich falsch eingeschätzt werde. Für Versicherungen ist das natürlich auch ein Riesenthema. Versicherungsprinzip bedeutet Solidarität. Wir bezahlen alle unsere Versicherungen, hoffen, dass nichts passiert. Und natürlich könnte man jetzt viel weitergehen und bei jedem von uns schauen, was haben wir für Risiken und die individuell versichern. Aber wahrscheinlich können wir gar nicht all diese individuellen Risiken tragen, vor allem auch im Gesundheitsbereich, wo man nicht einfach sagen kann, das ist Ursache und das ist Wirkung. Also auch hier muss man zum Beispiel im Gesundheitsbereich wirklich auch schauen, was kann ich beeinflussen und bin ich damit einverstanden, einen Bonus zu bekommen. Ich glaube, gerade im Bereich vom Auto hat sich das in den letzten paar Jahren etabliert, oder? Dass wenn ich keine Raserin bin, dass ich dann vielleicht eine tiefere Prämie bekomme. Aber sobald es in den Gesundheitsbereich geht oder Krankenkassenprämien, da wird es sehr heikel, weil einfach wir können das nicht eins zu eins selber beeinflussen. An was wir uns natürlich auch gewöhnt haben, ist dieses Messen. Also immer sich messen. Es ist sicher auch beliebt im präventiven Bereich. Wir möchten ja lebenslang leben. Und dann ist es natürlich schon interessant, weiß ich frühzeitig, ob ich vielleicht ein Problem habe mit dem Sauerstoffgehalt im Blut oder mit sonst etwas. Dass ich etwas Rücksicht nehmen kann mit meinem Verhalten auf meine Gesundheit. Also das ist sicher so etwas auch Gamification. Es kann durchaus helfen. Es kann aber auch, wenn wir vielleicht an Social Media auch denken, es kann auch dazu führen, dass man sich natürlich immer vergleicht, immer mit einem Ideal, dass man dann unzufrieden wird, dass man immer wieder schaut, wo man steht und dass man dann nur noch auf die Zahlen schaut, statt auf das eigene Wohlbefinden. Also auch hier geht es darum, eine Balance zu finden, was tut uns gut und was tut uns nicht gut. Interessant ist, wenn wir an diese ganzen Apps denken, an Daten, die von uns genutzt werden, dann sagt Gartner, und das ist das erste Mal, dass sie in diesem Hype-Cycle vom digitalen Marketing sagen, Datenethik wird das Marketing in den nächsten Jahren radikal verändern. Das ist erst hier, also auf dem aufsteigenden Ast. Aber sie sagen einfach, es ist ein Unwohlsein. Viele Personen sind unsicher, was mit ihren Daten passiert. Man resigniert manchmal etwas. Und dass das einfach von der Kundenorientierung her ernster genommen wird und deshalb auch in der Zukunft gewisse Sachen mit Daten nicht mehr möglich sein sollten. Weil sich das einfach nicht lohnt, weil es die Leute nicht mehr akzeptieren, weil es vielleicht sogar verboten wird. Und das ist sicher auch spannend, weil das Marketing natürlich, man hat immer das Gefühl, das Marketing will mit Daten alles machen.
Aber das wird wahrscheinlich nicht so sein. Und das ist eben das erste Mal, dass das wirklich in diesem Hype-Cycle so vorkommt, weil die nehmen halt so etwas schwache Signale wahr. Ein gutes Beispiel für eine App ist vielleicht auch dieses Easy Ride. Ihr kennt das vielleicht. Also da war, das war jetzt heute mein Ticket, wie ich hier hingekommen bin. Man kann einfach hier sagen, ich gehe jetzt los von zu Hause und wenn ich angekommen bin im Freiraum, dann gehe ich wieder auf diese Seite. Und dann berechnet es mir den Preis. Es weiß genau, ah, hier war sie mit dem Bus, dann war sie mit dem Zug und dann wieder mit dem Tram. Und macht mir den Preis für diese Reise. Und wenn ich an einer Randzeit gereist bin, dann weiß es das und kann mir diesen Rabatt gleich hineinrechnen. Ich finde das super praktisch, aber das ist nicht für alle, denn damit das funktioniert, hat man GPS. Das heißt, es weiß auf Schritt und Tritt, wo ich war. Ist vielleicht ein Nebenaspekt, dass es wahnsinnig viel Batterie benötigt. Also ich war immer erstaunt, warum ich fast nicht mehr nach Hause komme. Jetzt weiß ich, das zieht wahnsinnig viel Energie. Aber es ist sehr praktisch. Und hier, glaube ich, auch gehört es eben zur Datenkompetenz, dass man weiß, aha, es braucht GPS. Und dann kann man entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Aber man muss es eben wissen. Ein zweites Beispiel, da hat man aber keinen Trade-off. Das ist eine smarte App, Shubidu, um quasi den Familienkalender zu organisieren. Und ich bringe das einfach auch zu sagen, wir haben ja sehr viele Sachen, die wir mit Daten machen, die wahnsinnig nützlich sind und die überhaupt nicht sensibel sind. Und diese Frau, die Sonja Eterno, ist Mutter und hat sich gesagt, es ist etwas mühsam, immer in der Küche diesen Kalender studieren zu müssen, weil wir sind ja nicht alle immer in der Küche. Da muss doch etwas, das muss doch etwas geben. Und weil es das nicht gab, hat sie diese App erfunden. Und da kann man wirklich die Familie quasi organisieren. Man kann die Termine erfassen, man kann dann auch genau sagen, wer ist jetzt für diesen Termin verantwortlich, wer holt den Sohn oder die Tochter vom Fußball ab. Und ihre Idee war eben auch, dass sie gesagt hat, in der Klasse gibt es sehr viele ähnliche Termine. Und es macht doch keinen Sinn, dass alle Eltern der ganzen Klasse diese Termine erfassen. Das könnte doch auch jemand machen und man kann es den anderen dann zugänglich machen. Also das ist wirklich eine smarte Lösung, wie man etwas vereinfachen kann. Nur um zu sagen, wir haben ja sehr viele praktische Dinge, für die wir die Digitalisierung nutzen, für die wir Technologien nutzen. Es sind nicht immer die ganz gefährlichen Dinge. Während der Corona-Krise gab es ja zum Beispiel diese Nachbarschaftshilfe. Ich fand das wahnsinnig emotional, weil man sagt ja manchmal, ja, die jungen Leute sitzen nur noch vor ihren Geräten. Man hat das Gefühl, die Digitalisierung entzweie die Menschen, es werde weniger menschlich. Aber das war ja ein schöner Moment, wo man sich wirklich geholfen hat, wo jüngere Leute relativ schnell reagiert haben und einkaufen gegangen sind für ältere Leute, die eben nicht mehr unbedingt in den öffentlichen Raum gehen sollten. Und das führt mich eben zu dieser Studie, die ich sehr empfehlen kann, die vom Jim Forsythe. Und die schauen regelmäßig, was haben die Menschen so für Befürchtungen und was haben sie für Hoffnungen. Und interessant ist, dass die Menschen, und das war vor ein paar Jahren schon so, die sagen sie, wir wünschen uns Nähe, Menschlichkeit, Emotionen. Also dass diese Menschlichkeit, die Menschenerlebnisse, die Offline-Erlebnisse, die sind den Menschen extrem wichtig. Und sie haben das Gefühl, sie möchten das sehr stark, aber wahrscheinlich wird es nicht so stark eintreten, wie wir das wollen. Und hier ist genau das Gegenteil. Die Menschen wissen, dass die Digitalisierung voll im Gang ist, dass sie praktisch ist, dass wir mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Vieles ist bequem, aber sie haben etwas Angst davor. Es ist für sie nicht so positiv. Sie haben Befürchtungen. Und ich glaube, das ist einfach für die Kundenorientierung auch wichtig zu wissen, dass man diese beiden Sachen ja auch koppeln kann, online und offline. Bequemlichkeit der Digitalisierung, der digitalen Tools, aber auch die Menschlichkeit. Das kann man kombinieren. Man muss sich gar nicht nur für etwas entscheiden. Und dass man einfach weiß, die Sehnsucht ist wirklich beim Menschlichen. Es ist nicht so, dass alle sagen, judi hui, jetzt kommen die Algorithmen.
diese Daten und diese Algorithmen sind eben sehr nützlich, nehmen uns viel Fleißarbeit ab. Oder eben im Bereich Gesundheit muss man auch sagen, künstliche Intelligenz kann natürlich viele Berge von Informationen verarbeiten, die ein einzelner Arzt gar nicht kann. Das heißt, es kann auch die Diagnose besser machen, wenn er viele Informationen hat. Also da kann ein System durchaus unterstützen. Oder eben auch Fleißarbeiten, also einfachere journalistische Texte, wie zum Beispiel Börseninformationen oder einfache Sportberichte, könnte man auch schon standardisieren. Einfach alle einfacheren Sachen, Fleißarbeiten, standardisierte Sachen, die könnte man einer Maschine übergeben. Aber wie Sie sehen, sind das eben, das sind eher so die unsichtbaren Sachen und das führt dann auch dazu, dass man zum Teil Angst hat, weil man nicht genau weiß, wo wird etwas mit Daten gemacht, wo wird etwas mit künstlicher Intelligenz gemacht und wo steckt effektiv noch ein Mensch dahinter, der darüber entscheidet. Und in Europa geht man schon auch davon aus, es sollten immer noch Menschen im Loop sein, es sollten immer Menschen Entscheide fällen. Und solche Systeme, mögen sie noch so clever sein, unterstützen den Menschen, sie ersetzen ihn nicht. Was mir im Moment Bauchweh bereitet, sind wirklich Startups, die dann etwas mit komischen Versprechen kommen und die sind wirklich auch gefährlich. Und zwar, dass man dann versucht, dass zum Beispiel eine Kandidatin bei einem Bewerbungsgespräch bei einem Video Fragen beantwortet und dann das Startup verspricht, das Gesicht zu analysieren und sagen zu können, ob diese Person für einen gewissen Job die richtige Person ist. Und wir hatten es ja ganz am Anfang, es sind Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Dieses System wurde mit Daten gefüttert und hat dann aufgrund ganz vieler Gesichter, die dann hat viele Gesichter eingelesen, hat viele Lebensläufe gelesen und hat dann gesagt, okay, es gibt sehr viele mit blauen Augen und es gibt viele von denen mit blauen Augen, die hatten Erfolg. Aber ihr wisst nicht, ob die mit den blauen Augen wirklich erfolgreicher sind. Und ihr wisst schon gar nicht, ob die für diese eine Stelle in Frage kommen. Das sind Durchschnittswerte, das sind theoretische Werte, das ist keine Kausalität und es hat nichts mit der einzelnen Person zu tun. Also der Erfolg zum Beispiel ist definitiv nicht im Gesicht. Klar gibt es dann auch noch solche, die sagen, sie haben eine Methode, was sie aus dem Gesicht rauslesen, aber das ist einfach wirklich brandgefährlich. Und hier gibt es im Moment viele Leute, die sich tummeln. Es gibt auch bereits solche, die haben gesagt, sie können irgendwie mit 80% Wahrscheinlichkeit aus dem Gesicht herauslesen, was man für eine sexuelle Orientierung hat. Oder sie können aus dem Gesicht herauslesen mit künstlicher Intelligenz, ob jemand eine Prädisposition hat, ein Verbrechen zu begehen. Und da muss man wirklich sagen, das ist Humbug, brandgefährlich, sehr unseriös. Und ich glaube, hier wäre es sicher auch sinnvoll, man würde so etwas verbieten. Etwas anderes, was auf jeden Fall schon in Arbeit ist und noch vermehrt kommt, ist das eben Fleißarbeiten, die aber zu entscheiden, in Entscheide münden, dass diese zum Teil dann mit einem System gemacht werden. Also zum Beispiel hier, das ist ein aktuelles Beispiel aus Österreich, das ist das Arbeitsamt. Die haben dann dem System verschiedene Daten gegeben, also von Arbeitslosen, woher kommen sie, was haben sie für einen Hintergrund, was ist die Situation in ihrem Bereich auf dem Markt. Und aufgrund dieser Daten wurde dann bei der einzelnen Person gesagt, du bist sehr gut vermittelbar oder nicht mehr vermittelbar. Und wenn man nicht mehr vermittelbar ist, dann wurde man nicht mehr unterstützt, sondern wurde akzeptiert, man ist arbeitslos und wird es bleiben. Und das ist natürlich brutal, weil auch hier haben wir Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Also das System sagt einfach, zu 70% hat die Person mit diesen Daten keine Chance. Das bedeutet aber nicht, dass diese Person nicht doch eine Chance hat. Und deshalb sind solche Entscheide, die auf Maschinen, auf künstlicher Intelligenz basieren, auch sehr sensibel. Und hier eben in Europa sagt man auch, es muss immer noch ein Mensch im Loop sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Das überspringe ich jetzt. Ich denke, das Wichtige ist einfach zu wissen,
die Ethik wird manchmal wie sehr stark simplifiziert oder man hat dann wie das Gefühl, das seien diese großen Probleme, ob jetzt ein Auto in die Fußgängerinnen reinfährt oder ob sie sich quasi selber umbringt, weil sie in einen Betonblock fährt. Also hier muss man einfach auch aus ethischer Sicht sagen, was wollen wir? Wir wollen den Verkehr sicherer machen. Also setzen wir autonome Fahrzeuge ein, um die wichtigsten Verkehrsprobleme zu lösen, zum Beispiel langsamer zu fahren oder sich an die Regeln zu halten. Es sind dann eben nicht wirklich diese Situationen. Es ist wirklich nicht realistisch. Wir würden nie sagen, der Autobauer entscheidet dann, wie mein Auto, in dem ich sitze, in einer bestimmten Situation sich verhält. Nie und nimmer. Also wir würden alle Risiken ausschalten, bis wir ein autonomes Fahrzeug auf die Straße lassen oder eben wir würden es in einem kontrollierten Maß tun. Aber es geht nie darum, dass ein selbstfahrendes Auto entscheidet in einer Situation, die wir heute nicht kennen, wer überlebt und wer stirbt. Das sind wirklich etwas Spielereien. Wichtig ist wirklich, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren und ich denke, da gehört vor allem eben auch das kritische Denken dazu, dass wir auch reflektieren, was wollen wir überhaupt und gerade auch Emotionen und Kreativität. Wir haben es vorhin gesehen, Menschen sehnen sich nach Menschlichkeit, nach Nähe, nach Austausch. Darauf müssen wir uns besinnen und dann schauen, wo wollen wir die Maschinen ergänzend und nicht, was ist technologisch möglich. Das ist der falsche Fokus. Im Moment seht ihr auch, künstliche Intelligenz wird sicher vermehrt kommen, aber im Moment ist man noch sehr mit Big Data und mit Automatisierung beschäftigt. Das ist eine Umfrage von Schweizer Verwaltungsräten. Klar wird diese ganze Automatisierung und mit Daten wird sehr viele administrative Arbeiten auflösen, wird verschiedene Jobs beeinflussen. Grundsätzlich werden aber vor allem Tätigkeiten verschwinden. Und wenn so eine Studie, die hat für Furore gesorgt, sagt, etwa 48% der Tätigkeiten fallen weg bis etwa 2035, dann ist das nur, was verloren geht. Solche Studien hinken, weil sie haben nie einberechnet, welche Jobs entstehen. Und das sind eben immer sehr viele neue, kreative. Social Media Manager gab es früher nicht. All die Grafiken, die jetzt aufbereitet werden, gab es früher nicht. Wir brauchen Leute, die mit Daten umgehen, die mit neuen Technologien umgehen können. Wir brauchen mehr Leute in der User Experience. Also ganz, ganz viele neue Tätigkeiten, gute Tätigkeiten sind in solchen Statistiken eben nicht enthalten. Und deshalb auch mein Appell, schauen Sie, dass Sie nicht solche Bilder verwenden. Auch wenn sich die Arbeitswelt verändert, eigentlich werden viele Fleißarbeiten werden abgenommen und Kreativität, Empathie ist immer noch unsere Stärke. Wir werden nicht verschwinden und wenn Sie vorher gesehen haben, all diese Beispiele, da haben Sie auch nicht so einen Roboter, oder? Das ist Science Fiction. Die eigentliche Gefahr, wo wir aufpassen müssen, das hat eben kein Gesicht, das ist unsichtbar. Und wenn Sie heute nach Hause kommen, haben Sie den Haushalt nicht gemacht. Da ist nicht irgendein Roboter im Einsatz, der alles gemacht hat. Sondern vielleicht haben Sie eine Romba oder wie die heißt, die Ihnen den Boden aufgewischt hat. Wenn Sie den Rasen gestutzt haben wollen, brauchen Sie wieder eine Maschine. Also wir haben es mit Maschinen zu tun. Und was sehr spannend ist, ist, dass wenn wir an Roboter denken, dann gibt es eben so ganz süße Roboter. Es gibt diesen Paro, der wird eingesetzt, so testweise bei demenzkranken Menschen. Das ist quasi eine intelligente Robbe, so quasi ein Teddybär, der etwas blinkt und sich bewegen kann. Oder es gibt auch diesen Nao, der ist relativ klein, den versucht man auch einzusetzen für Kinder, zum Beispiel mit Lernschwierigkeiten. Also das heißt, Roboter sehen eigentlich nicht mehr so aus, sondern wir haben Roboter testweise im Einsatz, sogar in Bereichen, bei denen wir das nie gedacht hätten, gerade in sensiblen, emotionalen Bereichen, eben unterstützend. Und man ist hier auch im Versuchsstadium. Das ist ein Telepräsenzroboter, den haben wir an der HWZ eingesetzt. Der Vorteil ist, er kann sich auch bewegen. Also wir hatten dann, das war das Briefing der Gruppe und dann gab es eine Präsentation und dann konnte der Sven wirklich nach vorne fahren und konnte präsentieren. Also so
diese Roboter, die sehen nicht aus wie Science Fiction. Was spannend ist, im Moment wird auch ausprobiert mit solchen künstlichen Wesen. Die sind noch spannend. Und zwar hier zum Beispiel der Sam, der versucht jetzt in Neuseeland Kindern etwas zu erzählen über erneuerbare Energien. Kann sein, dass das ankommt, dass das den Kindern gefällt, dass es spielerisches ist. Es kann sein, dass das nicht funktioniert. Das ist eine App-Replika, die, das ist eigentlich so ein Kollege, mit dem kann man immer schwatzen, wenn man etwas einsam ist, weil Einsamkeit ist ein Riesenproblem. Solche Figuren könnten auch im therapeutischen Bereich eingesetzt werden, weil man hat dann auch herausgefunden, dass Menschen immer das Gefühl haben, sie werden von anderen Menschen beurteilt, vermessen, eingeschätzt, und dann kann so etwas ein niederschwelliger Einstieg sein. Aber natürlich muss das eingebettet sein in einen professionellen Kontext. Also mit solchen Sachen sind wir wirklich am Ausprobieren, um zu schauen, wo macht es wirklich Sinn, wo ist es eine Ergänzung und wo sollte man es nicht machen, weil es einfach nicht nützlich ist. Generell sollten wir eben auch schauen, was wollen wir. Wir sollten positive Zukunftsbilder haben und dann dafür die Technologien einsetzen. Und diese Geschichten, die heißen eben auch Narrative. Und hier wird immer vermehrt auch kritisiert. Zum Beispiel der Mark Göckelberg, der war auch bei der EU aktiv. Er hat mitgeholfen, diese Ethikrichtlinie zu erarbeiten. Und er stellt eben auch diese Narrative, die wir immer sehen, stellt er sehr stark in Frage. Wir hören und lesen immer, es gibt einen globalen Wettbewerb. USA versus China und Europa muss sich fügen. Und er sagt auch, nicht alles ist ein Wettbewerb. Das müssen wir einfach hinterfragen. Es kann einfach, ja, das ist einfach überspitzt und das wird uns so eingehämmert. Und dann haben wir das Gefühl, wir dürfen gar nicht unseren Wertvorstellungen entsprechend Anforderungen stellen, was wir wollen und was nicht. Oder auch immer so dieses Narrativ, der Mensch ist dann der KI unterlegen und wir müssen aufpassen, dass wir noch einen Platz haben. Auch das verursacht Angst und es führt dazu, dass wir die Zukunft nicht gestalten, sondern dass wir etwas resignieren, das Gefühl haben, es wird über uns bestimmt. Und diese Narrative, die werden, es gibt auch andere, die werden wirklich vermehrt hinterfragt. Vielleicht noch zu den Investoren, das finde ich auch sehr spannend und wir sind ja hier bei der ZKB, wo es auch um Geld geht. Also zum einen ist diese Fidelity International ist einer der größten Anleger und sie sagen, weil eben diese Wertvorstellungen der Menschen vorhanden sind, sind gerade auch Datenschutz, Privacy, ethische Aspekte bieten ganz viel Potenzial für neue Geschäftsfelder, für Innovationen und deshalb möchten sie da vermehrt investieren. Und einen anderen Weg, Ethos aus Genf, da ist jetzt eine Veranstaltung am 3. November, wo sie das Thema lancieren. Die sagen eben auch, neben diesen ESG-Kriterien, also Umwelt, Soziales, Good Governance, braucht es eben auch eine digitale Verantwortung. Denn diese Unternehmen haben viel weniger Risiken, Reputationsrisiken, Betriebsrisiken oder dass sie auch nicht die besten Arbeitskräfte anbieten. Also die Investoren sehen hier unter Aspekt Risiken reduzieren, aber eben auch Innovationspotenzial, nehmen sie diese Themen durchaus sehr ernst. Als Unternehmen würde ich sagen, ganz wichtig, wie gehen wir damit um dieses Vertrauen zu fördern. Bei der Kundschaft, bei den Mitarbeitern, etwas vom Wichtigsten ist sicher die Kommunikation, aktiv und verständlich und man vergisst auch sehr häufig zu sagen, was tun wir nicht, weil viele Schweizer Unternehmen werden mit Unternehmen in den USA verglichen und sie tun es gar nicht, also kann man das ja auch sagen. Man sollte immer auch wirklich gute Argumente haben, also nicht einfach zu sagen, die Kunden verstehen es nicht, sondern wirklich argumentieren. Und wenn das ein gutes Argument ist, kann man es nachvollziehen. Und wenn man künstliche Intelligenz einsetzt oder auch mit Daten arbeitet, wirklich auch schauen, funktionieren diese Systeme oder lernen sie in eine falsche Richtung. Wir selber sind auch gefordert, wir als Individuum, wir müssen sicher noch besser lernen, was man mit Daten tun kann und wie Technologien funktionieren, um sie eben für das Sinnvolle zu nutzen, für das Gute und uns auch zu schützen vor dem, was wir nicht wollen. Wir sollten uns noch viel mehr unserem kritischen Denken und unserer Kreativität bewusst sein. Das ist ja eigentlich das Spannende. Damit sollten wir mehr Zeit verbringen.
Und wir sollten eben nicht vergessen, immer wieder zu schauen, was wollen wir überhaupt? Das ist das Wichtigste. Also wirklich, wenn wir bei den Narrativen sind, wir müssen sagen, was wir wollen. Und dann können wir die digitalen Möglichkeiten nutzen, um unser Leben einfacher, bequemer, besser zu machen. Ja, das wäre zu meinem Vortrag. Ich habe leicht überzogen. Ich hoffe aber, dass ich ein paar Impulse geben kann. Und bin jetzt auch gespannt auf eure Fragen oder auf eure eigenen Erfahrungen. Mhm.